Und noch ein Mutmacher für die Gäste. Die Schnüdel haben hier im Willi-Sachs-Stadion keines ihrer letzten vier Heimspiele gewonnen. Schweinfurt in Grün-Weiß von links nach rechts zeigt aber von Verunsicherung so gar keine Spur. 12. Minute, ein langer Ball und jede Menge Platz für Stefan Maderer. Maderer ist schnell, Maderer ist cool, Maderer macht's. 1-0 Schweinfurt, 9. Saisontor für Maderer, da kann man vor Freude schon mal tanzen. Wir machen den großen Sprung in Halbzeit 2, 71. Minute, Freistoß für Pippins Ried. Zekic bringt ihn vors Tor, Maximilian Zischler macht das 1:1. Zischler ist da völlig frei und bejubelt sein erstes Regionalliga-Tor. Ob nächste Saison noch weitere dazukommen? Zumindest nicht im Pippinsrieder Trikot. Denn die Schnüdel antworten 12 Minuten später. Wieder ein langer Ball auf die Außenbahn. Diesmal hat Göttler über rechts ganz viel Platz. Super Flanke auf Florian Trinks und wieder führt Schweinfurt. 6. Saisontreffer für Trinks, der da ganz leichtes Spiel hat. Doch damit nicht genug. Göttler darf auch noch selbst jubeln. 87. Minute. Göttlers Freistoß ist unhaltbar. Ein Standard aus dem Lehrbuch. Gleichzeitig die letzte Aktion in diesem Spiel und die letzte für Pippinsried in der Regionalliga Bayern. Nach 2 Jahren steigt der FCP definitiv ab, egal was Ingolstadt macht.